meine Lieben, ich begrüße euch zu einem sehr ernsten Thema heute. Einige warten ja schon darauf, auf dieses Video von euch zum Thema Krisenvorsorge von uns. Ich habe mir einen Tee gemacht und ich glaube, ich mache mir gleich noch einen, weil ich weiß nicht, wie lange ich euch jetzt was darüber erzählen werde, über die Krisenvorsorge. Lehnt euch einfach entspannt zurück und lasst euch berieseln. Viele von euch wissen, dass wir seit mehreren Jahren mittlerweile Krisenvorsorge betreiben. Das fing an, dass Bernd, also mein Mann, gesagt hat, ja, er würde gerne so ein Stromaggregat und so haben, falls mal ein Stromausfall ist und dass man dann den Kühlschrank betreiben könnte, also weiter kühlen könnte, dass es Eisfach nicht abtaut und so. Und so fingen die Gespräche an darüber, was wäre, wenn. Wir haben dann auch angefangen, das alles mit der Kamera zu begleiten. Ich werde euch hier oben mal verlinken, unsere Anfänge der Krisenvorsorge. Wir haben halt hauptsächlich Lebensmittel erstmal eingelagert. Das ist aber schon alles Jahre her, also vor Corona. Jetzt nicht, dass ihr sagt, wir sind schuld, dass es den Klopapiermangel gibt und keine Hefe und keine Nudeln und sowas alles. Also das war wirklich zu Zeiten, da gab es noch alles zu Genüge in den Supermärkten. Wir haben uns dann unsere individuellen Listen erstellt, was wir halt für uns als wichtig empfinden. Wir haben halt sehr viel trockene Lebensmittel eingelagert, sowas wie Reis und Nudeln, Hülsenfrüchte, halt, was man alles noch mit Wasser wieder aufkochen muss. Man kann natürlich auch Konserven hauptsächlich lagern. Da haben wir auch welche, sowas wie Kidneybohnen und Mais und sowas. Allerdings benötigen diese ja sehr viel mehr Platz als trockene Lebensmittel. Haben natürlich den Vorteil, dass man sie zur Not sofort essen kann, also Dose auf und essen. Man muss da nichts mehr kochen, man braucht da kein extra Wasser mehr für. Wasser ist auch so ein spezielles Thema, denn Wasser, wenn man davon ausgeht, dass jetzt wirklich eine Krise kommt, kein Strom, kein Wasser, kein fließend Wasser mehr, da braucht man so viel Wasser, das sind Unmengen an Wasser. Natürlich haben wir auch einen Teil eingelagert, aber man kann nicht alles abdecken. Wenn man jetzt sagt, man trinkt pro Person pro Tag 2 Liter, und dann braucht man ja halt noch zum Kochen Wasser, zum Waschen Wasser, wenn man sich halt waschen möchte. Klar, im Ernstfall wird man sich nicht mehr waschen, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Man würde normalerweise gerne spülen, wenn man jetzt noch Haustiere hat. Wir haben einen Hund, der trinkt auch was oder sollte was trinken. Und deswegen ist Wasser halt, also das braucht so viel, enorm viel Platz. Und das ist ein Geschleppe, sag ich euch. Wir hatten das am Anfang in diesen Aldi Sixpacks Dings, diese Plastikflaschen gelagert. Dann muss man natürlich erstmal auch das Pfand mitbezahlen. Das ist halt totes Kapital. Gut, das ist nicht so viel, aber dennoch ist es eine ganze Menge. Hinterher haben wir dann vom Real diese Wasserkanister geholt. Ich glaube, da sind 5 Liter drin. Das ist ein bisschen teurer als das Aldi Mineralwasser. Allerdings ist der Kanister dann pfandfrei. Aber trotzdem haben wir nicht so viel Wasser, wie wir bräuchten, um jetzt wochenlang ohne fließend Wasser auskommen zu müssen. Das muss man ganz klar sagen. Deswegen habe ich dann angefangen, mich zu informieren über einen Wasserfilter und bin dann auf diesen Sawyer Mini Wasserfilter gestoßen. Ich weiß gar nicht mehr, was der gekostet hat. Ich weiß es nicht mehr. Ich werde euch den mal unten verlinken. Der ist klein. Und man kann ihn überall super mit hinschleppen, man kann den sich aufs Lager legen und halt sämtliches Wasser einfach filtern. Also Kanalwasser, Pfützenwasser, Regenwasser, wenn ihr einen See irgendwo in der Nähe habt. Man kann entweder einen Strohhalm an diesen Wasserfilter anbringen, um direkt halt daraus zu trinken. Man kann, da ist so ein Beutel bei, also man kann Wasser in den Beutel füllen und dann den Wasserfilter da drauf schrauben. Und dann halt daraus trinken, dass das Wasser direkt gefiltert wird. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und der ist unendlich ergiebig. Also ich glaube, das wurde ausgerechnet, dass ein Mensch 91 Jahre lang daraus trinken könnte. So viele Liter Wasser kann der filtern. Und auch, also er filtert sehr viel raus, außer halt die Viren. Dafür müsste man das Wasser nochmal wirklich abkochen.
So, damit seid ihr auf der sicheren Seite, was das Wasser angeht. Dann gibt es noch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Ich werde euch die Seite unten mal verlinken, denn dort könnt ihr, wenn ihr möchtet, kostenfrei so Broschüren bestellen. Die sind DIN A5. Ich weiß nicht mehr, wie viele es da pro Haushalt gibt. Da sind jedenfalls Listen drin. Also es ist jetzt nichts, was ich mir hier ausdenke, dass man halt Krisenvorsorge betreiben sollte und halt ein gewisses Maß an Lebensmittel und Wasser zu Hause haben sollte, einfach um, ja, es kann immer mal ein Stromausfall kommen. Dazu gleich mehr. Jedenfalls gibt es auf dieser Seite kostenlose Broschüren, die werden euch zugeschickt. Da könnt ihr lesen, da sind dann auch so Sachen halt jetzt nicht nur, da sind Listen halt für Lebensmittel, was man halt braucht pro Person und sowas alles oder pro Haushalt und Wasser, aber auch so Sachen wie, dass man unbedingt ein Radio haben sollte, was nicht an Strom ja, gebunden ist, also was man vielleicht mit Batterien oder mit einer Kurbel betreiben kann, dass wenn wirklich die Krise kommt, der Katastrophenfall eintritt oder so, dass man halt Nachrichten hören kann oder sowas. Das sind Sachen wie Taschenlampen, also sowas steht da halt auch mit drin. Das ist einiges an Informationen, wenn man da jetzt gerade so reinkommt in dieses Thema. Und vor allem ist es ja so, also wir werden manchmal belächelt im Bekanntenkreis, dass wir halt so Krisenvorsorge betreiben. Aber das ist halt so ein bisschen eine offizielle Stelle und das hilft einigen Menschen, sich auf dieses Thema einzulassen. Jetzt schleudert gerade die Waschmaschine extrem laut. Ihr seht noch Umzugskartons im Hintergrund. Es tut mir leid, die ist noch nicht richtig eingestellt, aber ich muss waschen. Sonst habe ich hier nichts für meine Familie zum Anziehen. Wir warten kurz, bis das geschleudert hat. Wo war ich stehen geblieben? Dass halt vielen Menschen das vielleicht hilft, wenn das von so einer offiziellen Stelle kommt, dass nicht nur hier die Michaela sich das ausgedacht hat, dass sowas passieren kann. Wir haben auch mal ein Hörbuch gehört, The Blackout hieß das, und das war super interessant. Also da geht es halt darum, dass ein Stromausfall ist, Blackout, und das ist so Wahnsinn, was das für Folgen mit sich zieht. Da denkt man so gar nicht drüber nach, ne? Sei es jetzt nur mal als kleines Beispiel, dass die Dialysen nicht mehr funktionieren, dass die Krankenhäuser nur ein bestimmtes Kontingent an Notstrom haben und wenn das halt ausfällt, dann, ja, ne, könnt ihr euch vorstellen. Also das war wirklich sehr interessant, dieses Buch. Natürlich darf man sich da nicht so reinsteigern und niemand hofft, dass so eine Krise wirklich eintrifft. Aber es schadet ja nicht für, sag ich mal, 2 bis 4 Wochen für die Familie einen Vorrat zu haben an Lebensmitteln und an Wasser oder halt diesen Wasserfilter. Das ist für uns immer die beste Lebensversicherung, die wir haben, sag ich immer, weil man investiert da nicht so viel. Das sind ja hauptsächlich Grundnahrungsmittel. Also, ne, wenn wir jetzt Nudeln, Reis, Hülsenfrüchte, das kostet nicht so viel, in Anführungsstrichen. Und wenn man jetzt nicht so viel Geld auf einmal hat, dann kann man sich jeden Monat ein bisschen, bei jedem Einkauf ein bisschen mehr mitnehmen. Immer 2 Pakete Nudeln oder 1 Paket Reis. Das an die Seite legen, auf den Kleiderschrank, unters Bett, wo auch immer. Und man kann es ja immer benutzen. Ne, wenn man jetzt halt ein Lager hat, das soll ja auch nicht Ewigkeiten ablaufen, dass man immer mal guckt, ach guck mal hier, die Nudeln, die kann ich ja jetzt mal benutzen und nächste Mal beim Einkauf, dann nehme ich mir 2 Pakete neue mit und dann lege ich die da wieder unters Bett oder auf den Schrank oder wo auch immer. Das ist nicht weg, das Geld. Wenn ihr eine Lebensversicherung oder was weiß ich für eine Versicherung abschließt, so wie wir auch haben, wie viele Menschen haben, das Geld ist meistens weg. Und deswegen sage ich immer, dass die Krisenvorsorge die beste Lebensversicherung ist, die es gibt. Also, ne, ich sag euch das einfach nur, ja, ich meine es einfach nur gut. Ich will euch ja hier nichts verkaufen. Das sind eure Lebensmittel, die ihr euch lagert. Ihr habt sie. Es klopft hier immer so. Ich muss mich noch an die Umgebungsgeräusche gewöhnen hier in der Wohnung. Jedenfalls, ihr habt sie, ihr könnt sie aufbrauchen. Und ja, falls die Krise kommt, oder sage ich jetzt mal, ne, wir haben jetzt alle gesehen in den Nachrichten, zum zweiten Mal, es ist ja mittlerweile der zweite Teil Lockdown, dass Klopapier rar werden kann. Ich meine, Klopapier ist in der Krise wirklich das geringste Problem, aber ja, wie sich die Leute echauffieren, dass sie sich teilweise in den Supermärkten schlagen oder an den Hals gehen möchten für Klopapier.
Da haben wir jetzt überhaupt gar keine Probleme mit, denn wir haben genug schon gekauft, als es immer genug gab. Also nicht jetzt, wo es rar ist und auch nicht Anfang des Jahres 2020, wo es rar wurde, sondern halt schon vorher. Denkt daran, wenn ihr Kinder habt, Babys, also zum Beispiel ich bin jetzt gerade schwanger, dass ihr eventuell Kinderkleidung ein bisschen was habt oder Babynahrung oder was auch immer. Also ist natürlich ganz individuell auf eure Bedürfnisse, solltet ihr das zuschneiden, wenn ihr Hunde habt, Katzen, dass ihr da ein bisschen was habt. Natürlich gibt es auch immer welche, die die Krisenvorsorge etwas größer betreiben. Wir haben es auch ein bisschen ausgeweitet von den Lebensmitteln, haben wir auch, also so, keine Ahnung, Bänder, Schnüren, Seile, Erste-Hilfe-Kasten haben wir halt, dass wir sowas, gängige Medikamente, Verbandszeug, dass man halt sowas hat, Desinfektionsmittel, was uns jetzt auch natürlich zu Corona-Zeiten sehr, ja, geholfen hat, weil viele hatten kein Desinfektionsmittel mehr. Wir hatten noch genug, weil wir genug gelagert haben. Wir haben Diesel in unserem Lager, dass wir, unser Plan ist ja, wenn wirklich eine Krise kommt, dass wir nach Ungarn können. Das ist jetzt natürlich mit den Grenzschließungen nicht so einfach, aber wir haben halt Diesel gelagert und auch den, auch wenn der lange haltbar ist, benutzen wir den ab und zu und tanken dann die Tanks neu, dass es halt immer frisch bleibt. Und ja, halt, wie gesagt, das müsst ihr einfach ganz individuell für euch gestalten. Wir haben auch mehrere Menschen in unserem Umkreis, die im Falle einer Krise, dass man sich zusammentut, dass man nicht alleine ist, im Team ist man immer stärker, oder dass man vielleicht sagt, okay, die einen lagern das, dafür lagern die anderen das. Aber das müssen dann wirklich Menschen sein, denen ihr wirklich vertraut. Weil am Ende, wenn jetzt wirklich eine Krise kommen würde, wovon wir alle nicht ausgehen und was wir alle nicht hoffen, aber da hängt ja dann vielleicht das Leben von ab. Ne? Wenn einer sagt, ich lagere das Leben, die Lebensmittel für alle, und dann teilt er vielleicht doch nicht, weil, also wisst ihr, wie ich meine. Also da muss man schon wirklich Vertrauen haben. Da ist man echt abhängig voneinander. Was wir uns auch damals gekauft haben, das ist so, wo man halt Feuer drin machen kann, so eine kleine Feuerstelle, wo man einen Topf draufstellen kann. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das heißt. Das haben wir auch in einem Video ausprobiert. Da sind wir in unserem Lager und probieren diese ganzen Gadgets aus, die wir uns bestellt haben. Aber ich habe euch ja die Playlist von unserer Krisenvorsorge verlinkt, dann seht ihr das alles. Also wir hatten so ein Armband uns geholt, wo so ein Kompass dran ist und ein kleines Messer und sowas alles. Und unter anderem halt auch dieses Teil, wo man, wie heißt denn das jetzt? Habe ich vergessen. Wo man halt einen Topf draufstellen kann, Feuer mit Holz machen kann. Es gibt natürlich auch diese Gaskartuschen und Gas Camping-Dinger, aber wir wollten halt was, wo wir unabhängig sind, wo wir jetzt, weil man kann ja dann nicht mehr in den Supermarkt gehen und Gaskartuschen kaufen. Deswegen haben wir was genommen, wo man Holz reinlegen kann und anzünden kann. Dann haben wir uns so Feuerstein geholt, wo du halt Funken mitmachen kannst, dass wir Feuer machen können und sowas alles. Ich meine, jetzt hier, da haben wir einen Kamin, dann kann man auch in der Wohnung, im Haus ein bisschen was machen, wenn kein Strom da ist, aber ja, das muss aber, wie gesagt, jeder für sich selber entscheiden, wie weit man da gehen möchte und welche Szenarien man sich da ausdenkt und sich darauf vorbereiten möchte. Ich habe sehr viele Kommentare unter meinen Krisenvorsorge-Videos damals bekommen. Die waren also größtenteils wirklich nett gemeint. Natürlich gab es auch so Kommentare, wo einige gesagt haben, ja, ihr habt sie nicht alle, ihr seid bescheuert, ne, und ihr seid Verschwender, dass ihr dieses ganze Essen, das werdet ihr alles wegschmeißen. Wir haben noch nichts weggeschmissen. Also es ist jetzt, ich weiß nicht, 2-3 Jahre her, dass wir das angefangen haben. Und es ist immer ein Wechsel von den Lebensmitteln. Wir benutzen die, wir bedienen uns aus unserem Lager und kaufen neu ein und legen es wieder ins Lager. Und das läuft einfach, also das klappt. Und wenn jetzt mal wirklich Nudeln einen Monat abgelaufen sein sollten, die kann man ja trotzdem essen, da ist ja nichts dran. Deswegen, viele Kommentare kamen natürlich auch, ne, die so böse waren, egal, da stehen wir ja drüber, aber viele haben halt auch gesagt, ja, ihr könntet auch ein Survival-Training machen und mal im Wald und so, aber das ist jetzt so für uns nichts. Ich glaube, das wäre halt voll die super Videoreihe, das wird sehr viele Menschen, glaube ich, sehr interessieren, aber ja, ein Survival-Training ist jetzt für uns nicht so, ja,
nicht so wirklich unseres. Also ja. Ja, schreibt mir gerne eure Tipps für Krisenvorsorge noch in die Kommentare oder was wichtig wäre für Anfänger, die jetzt gerade mit der Krisenvorsorge anfangen, die ich hier nicht erwähnt habe. Ich meine, ich bin auch eigentlich absoluter Laie, außer dass ich ein paar Lebensmittel und ein paar Sachen im Lager habe. Aber ich habe mich damit nie. Also ich habe jetzt halt nie ein Survival-Training oder so gemacht, ne? Oder halt mich wirklich damit befasst. Ich habe diese Broschüren gelesen vom Bundesamt hier Katastrophenhilfe und Bevölkerungsschutz oder wie es heißt. Ich empfehle es halt gerne im Bekanntenkreis und auch hier auf meinem Kanal, weil ich denke, sowas könnte halt eintreten. Und jetzt dieses Jahr 2020 hat halt auch bei vielen ja nochmal so vielleicht den Anstupser gegeben, drüber nachzudenken, was wirklich passieren könnte. Es gab viele Lieferengpässe in vielen Bereichen, auch bei uns. Also wir sind ja selbstständig, auch unter anderem mit einem Einzelhandel für E-Zigaretten. Und auch da war Anfang des Jahres sehr viele Lieferengpässe. Ja, und das kann halt nicht nur mit solchen Sachen im Einzelhandel passieren. Das kann im schlimmsten Fall auch mit Lebensmitteln passieren. Und es schadet einfach nicht, sie auf Lager zu haben. So, das war's. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, falls euch noch was einfällt, ein guter Tipp, etwas, was ich nicht gesagt habe. Für andere, die das lesen, schaut euch die Kommentare an, schreibt mir. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.